Hallo Leute, und heute ist wieder Unboxing Time mit euer PD Bones, und zwar mit dieser Box hier. Ja Leute, ihr seht richtig, das ist die neue Box von King Orgasmus One zu seinem neuen Album Welcome to the Hood Gang Edition, also 69 Support Gang Box, so heißt die Box. Und ja, ich würde mal sagen, ich packe sie jetzt aus und dann zeige ich euch die Box gleich komplett. So, und jetzt gleich haben wir die Box auch befreit von der Folie und zack, die Folie weg. Und so sieht die Box nochmal aus, die schöne Box, richtig cooles Box. Ihr habt euch jetzt schon gesehen, denke ich mal. Jetzt öffnen wir die Box und schauen uns den Inhalt an. Als erstes machen wir sie auf, machen wir hier, das ist so ein Deckel, hier kann man die Deckel aufmachen. Ja, muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, das ist hier ein bisschen schwer, so, jetzt geht's auf. Dann legen wir mal ganz kurz zur Seite und dann packe ich mal ganz kurz alles aus, damit ich die Box da hinstellen kann und da euch alles zeigen kann. Und so, zack, packen wir mal alles hin. Alles super, so wunderbar. Die Box ist leer, so sieht die aus. Zeige ich jetzt nochmal ganz kurz, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hier ist das böse Herz in Rot. Und ja, dann packe ich die Box mal wieder dahin, so wie sie immer steht. Und zwar hier hin. Richtig nice, richtig coole Box. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt mal das Poster an. Und danach gucken wir uns den ganzen Rest an. Und zwar mal erstmal hier ein Poster, ein doppelseitiges Poster. Richtig nice. Sieht cool aus. Also hier, das sieht schon ganz cool aus. Ja, das sieht schon ganz cool aus. Hier sehen wir Orgy, King Orgasmus One. Gefällt mir schon. Und dann sehen wir die Hinterseite. Wie sieht denn so aus? Hier sehen wir das Albumcover oder besser gesagt das Boxcover. Oder, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das, was auf der Box drauf gedruckt ist. Welcome to the Hood. Ja. Muss aber sagen, dass ich schon leicht enttäuscht bin von diesem Poster. Ich hätte jetzt noch ein richtig geileres Poster erwartet, gerade von King Orgasmus One. Ja. Hätte man vielleicht noch ein besseres, cooleres Design machen können. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Ich würde mal sagen, na, gucken wir uns die Sticker mal alle an. Was ist hier noch so dabei? Ach, hier haben wir jetzt nochmal so einen Tourflyer. Hier ist noch so ein Tourflyer drauf. Und Sweetshop.at Bestellkarte. Also so eine Bestellkarte, wo man die Alben bestellen kann. Dann haben wir hier noch so ein, was ist das? Hier die Ziehkarte. Hier ist eine Ziehkarte drin. Ja, ihr wisst schon, was man damit macht. Ja, so zum Kleinmachen. Vom bestimmten weißen Material. Weiß ich nicht. Da haben wir auch schon mal eine bessere gehabt hier von SpongeBob oder so. Die war auch richtig. Die ist hier aus Pappe, die ist hier aus ein bisschen Plastik. Gefällt mir jetzt nicht so, ne? Und jetzt kommen wir mal zu den Aufklebern. Ja, haben wir ein paar Aufkleber. Mal gucken, dass ich die hier kriege. Auch ganz okay. Ja, so sehen die Aufkleber aus. Bekommt to the Hood Aufkleber. Wie das Albumcover. Haben wir zwei Stück, das ist schon ganz gut. Aber hier haben wir dann auch nochmal zwei Aufkleber, böse Herzaufkleber, die man eigentlich auch bei Sweetshop.at bekommt, nur dass die sonst immer weiß sind. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, auch gerade, dass die beiden so, dass nur zwei sind. Natürlich, zwei ist schon mal ganz gut, aber ich hätte hier auch wieder ein bisschen irgendwas Cooleres gehabt bei Orgy. Es tut mir jetzt leid, ich muss über diese Box, ich habe ja schon, als ich die Box bekommen habe und jetzt, wo ich diesen Inhalt sehe, mir schon Gedanken gemacht, was da, dass ich definitiv auch was Schlechtes sagen muss. Das muss ich leider machen. Auch wenn ich jetzt Orgy-Fan bin, ihr wisst es ja, ich habe das ja gesehen, ich werde es auch Video hier oben verlinken oder in der Video ein Endcard packen. Ihr habt ja meine Isle of Money Sammlung gesehen. Ich bin Orgy-Fan und ich liebe King Orgasmus, also ich liebe seine Musik. Also trotzdem muss ich auch ein paar negative Sachen ansprechen oder was mir nicht so gefällt. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den nächsten. Auch wir haben hier noch Aufkleber. Wir haben hier noch Isle of Money Aufkleber, ILM Aufkleber, Records Aufkleber. Ja, hier diese zwei. Ja, klein, aber fein. Aber trotzdem noch zwei Aufkleber. Richtig nice. Die gab es, glaube ich, noch so noch nicht. Habe ich jetzt alle Aufkleber draußen? Bin ich mir jetzt nicht sicher, was ist denn hier eigentlich los? Ist das, ach, die eine ist die Instrumental-CD und die andere ist die
Ja, CD, die also das Album. Ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt erstmal das Instrumental-CD an. Die sieht denn so aus, ja? So sieht die Instrumental-CD aus. Ja, und das zeige ich mal ganz kurz von hinten. Und ja, zeige ich natürlich auch mal von innen. Und dann noch ganz kurz mal die raus. So sieht die denn aus. Und nehmen wir mal ganz kurz das Booklet raus. Das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Das sieht so aus. Und so von hinten. Und wenn wir es aufmachen, ja, sieht es denn so aus. Hier sind dann die Tracks aufgelistet. Bloß hier sehen wir den King Orgasmus One. Ja, nice. Also das sieht nice aus. Wie heißt das, Instrumental Album, ein Booklet und eine Plastikhülle, das ist richtig nice. Das ist natürlich richtig nice, das muss man einfach sagen, das ist schon was richtig Cooles. Dann kommen wir mal zum, ich weiß nicht, was ich jetzt als nächstes mache. Ich mache jetzt mal, ich wusste ja, ach, da ist das Ding. Ich mache hier mal das Album auf. Das haben wir, sieht man schon, das kommt im Pappschuber. Ja, ich mache hier mal Pappschuber. Den mache ich mal die Folie ab. Und dann zeige ich euch mal hier, das ist der Pappschuber, so sieht der aus. Und so von hinten. Und dann machen wir das mal, zoomen wir das mal raus. Aha, und da haben wir hier das Albumcover. So sieht das Albumcover also aus. Ja. So und so von hinten. Wie viele Tracks haben wir drauf? Wir haben 18 Tracks drauf. Oh, richtig ordentlich. Und ja, machen wir mal ganz kurz auf. So sieht es dann aus. Und dann nehme ich mal ganz kurz die CD raus, damit ihr es auch seht. So sieht es dann alles insgesamt aus. Und dann nochmal mit CD. So. Und jetzt hole ich das Booklet raus. Ja, das Booklet ist auch. Dann fasse ich auch mal dick an. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier raus, Mensch. Das klebt jetzt hier ein bisschen. Ja, das ärgert mich. Ach so, so geht es raus. Das Booklet. Ihr wisst ja immer, das zeige ich euch nochmal zum Schluss. Ich gucke nochmal ganz kurz rein. Hier sind dann die Tracks aufgelistet. Dann haben wir ein cooles Orgi-Foto. Ja, das ist schon ein ganz cooles Booklet. Und jetzt zeige ich euch das. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil, und zwar zum Best of Mixtape. Da bin ich habe noch die Trackliste noch gar nicht gesehen. Gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Da bin ich echt gespannt. Das ist ein Mixtape und The Best of. Ja, gab es jetzt schon öfters von Orgi. Ob er mich da noch aus den Socken hauen kann, da bin ich echt gespannt. Zeige ich euch erstmal ganz kurz, so sieht es dann von hinten aus. Und ich sehe jetzt schon von hinten, das sind 12 Tracks. Ist ein bisschen wenig. Ich muss sagen, das ist leider ein bisschen wenig. Und ja, okay. Naja, das sind jetzt auch nicht unbedingt die guten Tracks von Augie. Hier hätten, ich hätte für Best of Mixtape hätten hier mehr raufgepasst. Hätte ich doch mindestens 20 gerne gehabt oder 25 Best of Mixtapes, vielleicht sogar zwei CDs. Also hier bin ich wirklich enttäuscht. Ich werde es mir anhören, ob es gut ist. Das werden wir dann noch sehen. Aber von den Tracks her, 12 Tracks sind ein bisschen wenig, finde ich. Gerade als Best of Mixtape, da braucht man ja nur die Tracks raussuchen und es reinmachen. Ne? Und das ist leider so ein Ding. Ja? Oh, hier sind die. Das sind die Free Mixtapes. Ja, das habe ich ja auch schon gesehen. Free Mixtapes, die sind da. Aber den hätte ich alle. Ich hätte irgendwie gemacht, dass die alle sind, die besten Tracks von den Free Mixtapes draufgepackt. 12 Tracks sind dann doch leider sehr wenig, weil die beiden Free Mixtapes, allein die letzten zwei, haben richtig guten Tracks. Da hätte man richtig gut was zusammenmixen können. Das fehlt mir hier. Da sind auch nicht die besten drauf. Da fehlen ganz viele gute Tracks. Leider nicht. Also das von insgesamt hat es mich ein bisschen enttäuscht, was CD hier dabei ist. Also als Musik hat es mich schon sehr enttäuscht. Also wirklich, also 12 Tracks ist ein bisschen wenig. Das Album habe ich auch schon reingehört. Also Welcome to the Hood ist jetzt nicht unbedingt Orgi sein bestes Album, muss ich einfach so sagen. Sven, das ist leider eine Enttäuschung gewesen. Ich kriege das jetzt so gerade nicht rein. Beides eine Enttäuschung. Mixtape, 12 Tracks, ein bisschen zu wenig. Hätte ich mehr erwartet. Auch vielleicht ein bisschen mehr neue Tracks. Und gerade diese Mixtapes, die Free Mixtapes haben ein bisschen mehr.
Hätte man mehr rausholen können, ne? Das muss ich einfach so sagen. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Box, ne? Zum Basecap. Wir haben hier so ein Basecap, das sieht so aus. Ist schwarz, ja, komplett schwarz. Hier drinnen steht ein Orgi-Wear. Hier ist ein Orgi-Wear drauf genäht. Und innen drinnen steht Support 69. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so sehen könnt. Und irgendwie soll hier noch so eine, naja, so ein Innenfutter sein, also so eine Tasche. Ach, hier kann man dann noch so aufmachen. Und dann kann man hier so irgendwas verstauen, ja. Ihr wisst schon, so kleine Tütchen oder so kann man hier dann verstecken und mit sich tragen. Ja, das Basecap sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ja. Ich muss aber sagen, bei das Basecap, ja, hätte ich denn doch schon ganz anderes gerne gehabt. Also ich hätte ein ganz anderes Design, hätte ich. Ich mag das hier nicht so mit Schrift und so, das gefällt mir jetzt nicht so. Ich hätte jetzt hier lieber das böse Herz gehabt in Rot. Das wäre viel geiler gewesen in Rot, das böse Herz. Wenn du, Orgi, wenn du das mal siehst, bring doch den Basecap raus mit dem böse Herz in Rot. Und dann hätte ich hinten hier einfach Welcome to the Hood drauf geschrieben, ne? Das wäre meiner Meinung nach das bessere Design. Also würde besser aussehen. Ich mag das nicht, wenn das so überladen vorne aussieht. Ja, einfach so ein Logo drauf zu packen, ist natürlich geil. Sieht am besten aus, finde ich. Aber dann noch Schrift drauf zu packen, gefällt mir nicht so. Also, zum abschließenden Ergebnis. Musik ist relativ wenig dabei. Also, was neu ist, sind halt nur wirklich 18 Tracks drauf. Die Tracks, das Album war nicht so gut. Ich kann ja nochmal, falls ihr wissen wollt, ich habe jetzt, bis jetzt, was ich gehört habe, was mir gut gefallen hat, war auf jeden Fall mit, Finch Asozial war ein ziemlich guter Track. Die Videoauskopplung waren generell ganz okay. Die habe ich auch schon bei Videoauskopplung habe ich auch schon gemerkt, dass mir das Album nicht so zusagt. Die anderen, es gab's, bis jetzt ist das meiner Meinung nach das schlechteste Album von Augie, was er hier rausgebracht hat, leider. Aber jetzt wollte ich euch nochmal sagen, die Videoauskopplung waren gut und das Bastard-Feature war geil. Also das hat mich so an richtig alte Oldschool-Zeit erinnert. Das war richtig nice. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das war auch Orgi, so ein richtig harter. Da hatte so eine Stimme verstellt, so wie auf, ja, auf einem ganz bestimmten Track, den er auch schon mal mit Bastard gemacht hat. Ihr wisst es, Bastard-Fans wissen, welchen Track ich meine. Und ja, was haben wir hier noch? Naja, sonst war jetzt nicht. Das mit Faunas. Das mit Faunas, der Faunas-Track war richtig gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Ansonsten muss ich jetzt sagen, naja, das war ja jetzt das Unboxing zu dieser Box. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.